Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge LS22 Build-It Challenge. Ich bin hier gerade am Abladen von der vorletzten Fuhre, beziehungsweise das andere ist ja noch eine halbe. Und dann holen wir den Rest noch ab. Ich hatte jetzt die letzte Folge, hatte ich die zwei schon hingefahren. Ja, ich hatte es eigentlich zum Ende der letzten Folge gesagt, was wir vorhaben, der Fahrplan steht. Wir fahren jetzt noch die Ballen weg, dann die Rübenschnitzel und dann ist die Folge auch schon wieder vorbei, würde ich fast behaupten, bis wir das geladen haben und weggefahren. Und dann geht es eigentlich schon steil. Ne? Dann müsste mehr... dann müssten wir schon fast bei der Baufolge sein und dann wird es interessant. Dann baue ich die Schafweide, die große. Und ich wollte Detailarbeit an dem, was ich vorher gebaut habe, machen. Habt ihr ja gesagt, Bauspuren ein. Wir haben ein Tool drauf, dass ich vielleicht die Hügel in der Halle wegkriege. Vielleicht kriege ich das so insgesamt nochmal ein bisschen geplättet, also geflacht. Mal gucken. Vielleicht ein bisschen Korrekturarbeiten hinten beim Hühnerstallloch. Schauen wir mal, was ich so hinkriege. Ansonsten, ja, steht der Plan soweit. Wir haben jetzt zwei Folgen gedreht, das sind insgesamt fünf. Vielleicht kommen wir auch bis zur Grasernte in den nächsten drei Folgen. Das könnte natürlich auch sein, wenn wir jetzt gut vorankommen. Ich weiß halt nicht, wie lange mich das Rübenschnitzel noch auffällt. Tanken müsste ich auch demnächst mal. Müsste mir mal ein Wasserfass bestellen. Müsste mir mal ein Wasserfass bestellen. Ja, das mache ich jetzt auch gleich. Oh, der biegt ab. Sehr schön. Rein hier. Ja, Schneegans, hallo. Hallo, Schneegans. Ich würde gern was bestellen. Oh, das höre ich mal gerne. Ja. Aufschlagen. So, schießen wir mal los. Ja, eine mittlere Salami-Pizza mit Käserand. Laktose ist frei, oder? Wäre schön, ja. Dinkelmehl, habt ihr das? Ja, bestimmt. Von sonst Soja. Irgendwas ja. Schwieriger. Ja, und dazu als Beilage einen Wasser. Wagen. Wasserfass. Wahrscheinlich den kleinsten einfach, oder? Ich weiß nicht, haben sie eine Empfehlung? Also der darf, muss keinen, also ich habe einen kleinen Hof, also ich muss überall in die Ecken kommen. Deswegen, also es gibt da halt einmal, ja es gibt es mehrere. Wie viele Liter möchten denn transportieren? Wir haben einen mit 2000 Liter, einen mit 6000. Ich hätte gern einen ohne Deichsel. Okay, ja, da bin ich gerade bei. Also ich habe hier drei Stück quasi, einmal von der Firma ABI, einen mit 2000 Liter, einen mit 6000 oder von Joskin so ein etwas größeres Fass mit 7300. Und also alle, kein Deichsel, alles Starachse. Moment, ich guck mal mit. Bei Tierhaltung müssen Sie mal schauen, bei den Anhängern. Ach, ABI hier, die zwei, aha. Oder das Joskin mit 7300. Ne, dann würde ich das Joskin nehmen. Das Joskin ist auch das meistgekaufte. Ne, mache ich ihn fertig? Können Sie gleich abholen. Oder sollen wir ihn bringen lassen? Ich hätte gern die Breitreifen. BKT Breitreifen. Oder? Breitreifen. Okay, mache ich ihn fertig. Ja. Gerne bringen. Ich überweise gerade die 150. Ja, lassen Sie mal stärken. Sie geben mir immer ordentlich Trinkgeld. Dann sind wir jetzt einmal pari. Ach, danke schön. Sehr schön. Das freut mich. Oder? Ja, das ist ein Deal. Alles klar. Dankeschön. Tschüss. Ciao. Ja, hilft ja nichts. Ich muss ja dann auch die Schafe und dann brauche ich das LU fürs Gewächshaus nicht wieder bestellen. Da müsste jetzt eigentlich noch genug Wasser drin sein, hoffentlich. Gleich mal. Guck direkt mal, ob da genug Wasser noch drin ist. Wobei, ach, der liefert das Fass jetzt. Ich füll das dann einfach nach.
So, da haben wir den letzten Rest vom Schützenfest. War eine Scheiße jetzt zusammen. Ich glaub's das nicht. Ich glaub es nicht. Ich bin heute auch ein bisschen neben der Spur. Ich hatte einen echt beschissenen Tag und ich habe auch Kopfschmerzen. Aber egal, ich will nicht rumheulen. Ich freue mich jetzt auf die Aufnahme. Ich freue, dass wir Aufnahmen haben. Ich freue, dass wir so gut vorankommen. Ich freue, dass wir so gut vorankommen. Ich freue mich, dass wir so gut vorankommen. Ich bin aber auch echt urlaubsreif. Also wir haben ja, wie gesagt, jetzt den 21. Das heißt, ich muss jetzt morgen nochmal arbeiten. Ich werde morgen geboostert. Mal gucken, wie es mir dann übermorgen geht. Ansonsten muss ich übermorgen auch nochmal arbeiten. Und dann fahren wir abends schon heim nach Thüringen. Und dann ist erstmal Ende. Dann habe ich frei bis zum 3. Und auch aufnahmefrei, weil wir halt so schön vorproduziert haben. Jetzt sind nochmal 15 Ballen. Dann haben wir es. Genau. Und dann habe ich erstmal frei bis zum 3. Könntest du mir alle mal in Ruhe lassen? Können Sie mir meine Ruhe lassen? Livestream, wobei Livestream werde ich dann machen, wahrscheinlich, mal gucken, am 1. abends oder so, oder am 2. Am 2. abends sowieso, ist Sonntag. Das ist dann der erste Livestream im Jahre 2022. Für mich. Also 2021 war YouTube und Twitch-mäßig schon ein krasses Jahr, ey. YouTube haben wir die 10.000 geknackt. Twitch sind wir über 9 inzwischen. Insta über 4, wobei Insta nutze ich ja. Vielleicht kommt das auch. Vielleicht fange ich auch bald an, Stories zu machen. Ich weiß ja nicht. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr da Bock drauf hättet, weil ich fühle mich da unwohl. Ich denke mir halt so, was. Ich informiere euch ja aktuell nur, wenn, wann die Streams sind über Insta, aber ich weiß ja nicht, ob ihr RL-Scheiß wollt oder hier was Tino mal macht. Ja, ich bin gerade auf dem Weg nach Fitnessstudio oder so. Keine Ahnung, ob ihr da Bock drauf habt. Könnt ihr ja mal Kommentare schreiben, ob das was wäre oder ob er nicht so. Reicht uns eigentlich, wenn wir dich im Stream sehen, so. Ja, auch euer Recht, das sagen zu dürfen. Ja, ansonsten weiß ich nicht. Bin ich eigentlich nicht so der Instagrammer. Aber da habe ich halt auch 4200 Follower oder Abonnenten oder wie das heißt. Ich meine, wäre schon schön, denen auch was zu bieten, so, oder? Es wäre ja schön, denen auch was zu bieten. So. Husen sie denn rum, die Jungs? Boah, da sind zwei fette Ballen Baumwolle, habt ihr gesehen? Ist der Unternehmer ist am Start. Ja, Andersen hier, moin. Ja, Schneegans, hallo. Hallo. Ich bring gerade, ich bin im Anflug an der BGA, bring gerade die letzten 15 Ballen vorbei. Oh, das passt ja. Ich bin auch gerade an der BGA, du. Achso, ich hab die da alle hinten ins Eck gestellt. Ja, warte mal, bleib mal dran. Ich fahr mal kurz rauf. Ja, und wenn ich mich nicht verzählt habe, sind es mit den 15 62 Ballen. Ich habe nämlich noch einen auf der Wiese vergessen, den habe ich gefunden. Ins Eck gestellt? Was für ein Eck denn? Na, ins Fahrsilo. In das linke Fahrsilo. Ach, da. Oh. Jo. Wie viel bringst du jetzt noch? Oder? 15. Also ich komme schon. Also ich komme gerade an. Dann sind es noch zwei, sind es insgesamt 62 dann. Ja, warte mal. Ja, lad mal in Ruhe ab, ne? Jo. So. Ich denke, das ist ordentlich, oder? Wie viel hast du da jetzt noch drauf? 15. Da hast du 15 noch drauf, okay. Ja, das passt. Das sieht super aus. Fein gemacht. Jo. Das wäre es erstmal.
So, 62 Ballen hast du echt. Das sind nur die kleinen Ballen, wa? 3,5, ja. Ich kann Ja. nicht einstellen. Ich habe die Vicon. Die hat nur eine Größe. Okay. So. Da kriegst du 82.700. Ja, das hört sich gut an. Alles klar, überweise ich dir aufs Konto, du. Genau, dann fange ich jetzt an, den restlichen Rübenschnitzel hochzufahren, aber da melde ich mich dann nochmal, ja? Ja, genau, das Silo ist ja da an der Seite, hast du ja gesehen, ne? Genau, ja. Alles Alles klar. klar. Okay, Dankeschön. ciao. Ciao. Neuer Cash in the Tash. Dann sind wir über 400.000. Hans Beinbruch, okay. Okay. Sehr schön. Ja, lübt doch. Lübt doch. Wollen wir gleich tanken? Kommen wir tanken gleich. Ich weiß, wann wir unten wieder vorbeikommen. Wup, wup. Money, money, money. Money. Auch 380 €, ey, Jesus. Joi. Weiß gar nicht, wie echt, ich glaube, in echt ist es fast teurer, oder? Oder kommt das hin preislich so? Fast leeren Tank bei einem Johnny 6R. Kommt das hin preislich? Hat da jemand Erfahrung, Ahnung? Könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare schreiben. Habe ich nämlich gar keinen Plan von, wie viel in so ein Hobel hier reingeht. Ich meine, ich könnte ja. Ich weiß nicht, ob man das sieht, wenn man davor steht. Ja, Spiegel sind alle noch so ein bisschen wack, ne? Vor allem die Spiegel, ich finde, die sind halt falsch eingestellt. Man kann überhaupt nichts erkennen. So. Der ist ihm viel zu nah. Ich müsste meiner Meinung nach am Traktor vorbeigucken können. Aber ich gucke ja voll in den Anhänger rein, quasi. Das ist nicht so optimal. Sag ich mal. So, jetzt geht's den letzten Rübenschnitzel an den Kragen. Unser Wasserfass müsste theoretisch auch schon da sein. Das ist das Erste, was ich jetzt mache. Ich gucke erstmal nach den. Ich gucke erstmal nach dem Gewächshaus und nach den. Nein, nach den Tieren brauche ich nicht gucken, das ist Quatsch. Na komm, wir fahren es hoch. Okay, das Wasserfass ist doch noch nicht da, oder er hat es oben hingestellt? Hey, ist noch nicht da. Na gut, aber das macht nichts. Das macht nichts.
guck trotzdem mal eben. Ach. Noch reichlich drin. Reichlich. Sehr schön. Da haben wir ja gar keinen Stress. Die Tiere brauchen kein Wasser, die sind angeschlossen ans Netz. Was auch ziemlich cool ist. Ach, guck mal, da kommt's. Freunde Schneegans, wo soll ich hinstellen? Oh, da haben sie aber einen Riesentraktor gewählt. Ja, super, oder? Der ist ja so breit wie der Hinterreifen von meinem Johnny. Ja, sehen Sie. Ja, also einfach nehm's Gewächshaus. Mach ich. Oh Mann. Na gut. Sieht aus wie ein Rasenmäher. Das Ding. So. Kommen sie weg, die restlichen Schnitzel. Oh, ein größeres Gewicht, das hätte er eigentlich gleich mitbringen können. Mist, habe ich nicht dran gedacht. Ja, vielleicht, wenn ich mal wieder unten bin. Das gibt nochmal pures Geld. Das Zeug, was hier liegt. Und dann müssen wir gucken, was wir für ein Resümee ziehen. Oh, das juckt. Überleg gerade, es wäre wahrscheinlich sinnvoll, die Wiese nochmal zu mähen, bevor wir die Schafweide platzieren. Ne? Da kriegen wir bestimmt nochmal 3-4 Ballen runter. Wäre sonst verschenkt, das Gras, was hier drauf liegt. Was hier drauf steht. Finde ich schade, dass die Schläuche nicht connecten. Also so, es wird wohl doch nicht so ganz der richtige Frontlader sein dafür. Nur mal zu groß wahrscheinlich oder so. Ich meine, guck mal, wie lang der auch ist, ne? Ist kein Wunder, dass das kleine Gewicht bei so einem Hebel nicht viel bezweckt. Könnte vielleicht doch reingehen und alles, ey, das wäre cool. Das wäre ja cool. So. Ich glaube, das wird eine richtig knappe Kiste, ey. Ich glaube, das wird eine richtig knappe Kiste. Weil der vordere müsste jetzt bald voll sein.
Der vordere müsste jetzt bald voll sein. Jawohl, da haben wir es. Ah, nee, das wird nichts. Ich muss nochmal fahren. Schade. Schade. Aber egal, macht nichts. Das macht nichts. Dann fahren wir halt nochmal. Oder ich gib's mir erstmal irgendwo. Nee, das machen wir nicht. Ich gib's mir nicht irgendwo hin und fahr's dann beim nächsten Mal mit weg. Kommt mit weg und gut ist, dann fahren wir mit einem Anhänger hoch. Was soll's? Was soll's? Excel hat schon Stopp geschrieben. Da bin ich noch ganz entspannt. Die anderen eben noch nicht. Uff. Das ist so. Es ist mehr, wie es aussieht, ne? Es ist echt mehr Rübenschnitzel, wie es aussieht, ey. Krass. Hätte ich jetzt natürlich auch mit dem Förderband machen können, aber scheiß drauf. Das bisschen kann man auch kurz schaufeln. Das bisschen können wir auch kurz schaufeln. Macht gar nichts. Tino Alter schreibt auch Stopp. Gut, mein Lieben. Dann schreibe ich auch Stopp. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Schreibt die Kommentare, was ihr auf dem Herzen habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.